feiert Zeuners Krimisalon ein kleines Jubiläum. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe dieses Krimi-Magazins. Vielleicht wird es heuer doch noch etwas mit dem Sommer und wenn nicht und das Wetter spielt verrückt, hilft sicherlich ein Buch, vorzugsweise ein Krimi, darüber hinweg. Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche, seine Böden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken, sagte einst Hermann Hesse. Dieses Mal geht Zeuners Krimisalon für einen neu erschienenen Krimi sogar in die Luft. Glück ab, gut Land. Unweit von Wien ein Flugplatz mit Geschichte. Bad Vöslau. Am 11. April 1955 flog Bundeskanzler Julius Raab mit einer Delegation nach Moskau. 4 Tage später kehrte er mit dem österreichischen Staatsvertrag zurück. Passend zu ihrem neuesten Roman Flugmanöver treffen wir Silvia Grünberger natürlich in einem Sportflugzeug. Flugmanöver verspricht eine nicht alltägliche Spannung. Es geht um eine Pilotin, eine Berufspilotin, eine junge, die für ein kleines Luftfahrtunternehmen fliegt und mit den Fluggästen, die sich Berufspiloten ja nicht aussuchen können, verschiedene Dinge erlebt. Mit Silvia Grünberger hinter dem Steuerhorn wollen wir real ein bisschen Höhenluft schnuppern. Mit an Bord ihr ehemaliger Fluglehrer Joe Gattringer. Früher sprang sie allerdings aus dem Flieger. Dann für sich zum Fallschirmspringen angefangen und erst dann später einen Privatpilotenschein gemacht. Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen. Absprünge habe ich etwas über 700. Geflogen bin ich vielleicht zwischen 150 und 170 Stunden insgesamt. Oscar Echo Delta Golf Hotel, ready for takeoff. Wie reagieren nun Fliegerkreise auf einen Krimi, der in ihrem Metier spielt? Eigentlich begeistert. Ich war zu Ostern bei einem Treffen in der Tschechoslowakei, wo also verschiedene Fliegerkollegen hinkommen sind, weil da also eine kleine Feier war. Alle haben gesagt, ja, das gefällt ihnen und manche haben sich auch wieder erkannt. Ideale Flugbedingungen, daher Vollgas und Abheben. Innerhalb der unterschiedlichen Krimi-Genres sicherte sich Silvia Grünberger ihre Nische. Also das ist der Beginn einer Serie, das Flugmanöver. Der zweite Band ist praktisch als E-Book-Only schon herausgekommen. Da ist dann über dieses Lufttaxi und eben die Passagiere der Claudia Kalser, die also die Protagonistin ist, 4 Episoden, was sie alles erlebt hat. Und nächstes Jahr kommt der nächste Krimi heraus. Neben der Fliegerei ist das Schreiben ihre große Passion. Das war eigentlich immer schon. Ich habe als Kind bereits, wenn ich ein Buch gelesen habe, versucht, das, wenn es mir gefallen hat, weiter zu erzählen, was könnten die noch erlebt haben. Und ich glaube, das erste Buch habe ich mit 12 geschrieben. Also in der Schulheft mit der Hand hinein. Zum Veröffentlichen bin ich dann mit Kindergeschichten gekommen. In Radio Wien wurden welche vom Traumenlein erzählt. Und von den Kindergeschichten, also wie in Radio Wien das Kinderprogramm eingestellt worden ist, habe ich dann versucht,
meine Kindergeschichten woanders unterzubringen. Und da hat mich dann von einer Zeitschrift die Chefredakteurin angerufen und hat gesagt, na, warum schreiben Sie nicht auch für Erwachsene? Und da habe ich dann eben Kurzgeschichten geschrieben, lauter Liebesgeschichten, Herz, Schmerz und viele Emotionen. Und irgendwann einmal wollte es nicht mehr Happy End am Schluss haben, sondern einfach böse ausgehen lassen, und so sind dann die Krimis entstanden. Was fasziniert Sie am Krimi? Worin liegt Ihre Motivation? Ja, also die Krimis, die ich schreibe, die sind geprägt von, nicht von den Whodunit, sondern was ist passiert, wie ist es passiert und wie lässt es sich beweisen. Und ganz wichtig ist für mich auch immer das Motiv. Das ist die Richtung, die ich gern schreibe. Die Landebahn ist in Sicht. Eine Bilderbuchlandung. Flugmanöver. Ein Krimi, geschrieben von einer Pilotin und Fallschirmspringerin, erschienen bei Gmeiner. Landung bleiben wir am Boden und unterhalten uns mit einem oberösterreichischen Kollegen über sein neuestes Werk. Treffpunkt: ein nobler Wiener Heuriger. Das hat einen bestimmten Grund, doch der wird erst später verraten. In seinem Buch spielen gewisse österreichische Verhältnisse eine wichtige Rolle. Es geht um Machtgier, Geldgier, Sexgier. Es geht um mangelnde Loyalität. Es geht um diese Seilschaften in diesem Land, die sich das Land unter sich aufteilen. Es geht um den Tod des Innenministers der Republik. Es geht um einen Zahltag in Wien. Wie der Titel schon verrät, mischt auch Gevatter Hein mit. Schließlich ist es ein Krimi. Es geht eigentlich darum, dass der Tod ja immer um uns ist, schon von Geburt weg. Wir leugnen ihn halt im Grunde, und der Tod hat natürlich seine Boten und wir weigern uns, die Boten zu erkennen. Und so heißt das Buch auch Totenvogel, weil es da um jemanden geht, der glaubt, der Liebling der Götter zu sein, obwohl der Totenvogel schon heftig über ihn flattert. Er erkennt es halt nur leider nicht. Parallelen zur österreichischen Gegenwart? Das herauszufinden, bleibt den Lesern überlassen. Ist eigentlich entstanden aus der allgemeinen Politikverdrossenheit heraus. Ja. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele Leute, die auf Politiker eigentlich nur losschimpfen, ohne daran zu denken, dass es durchaus auch in diesem Gewerbe der Politik Leute gibt, die das ja auch ordentlich machen und sich bemühen. Aber ich habe mir gedacht, ich werde einmal einen Roman schreiben, wo so diese Grundeigenschaften, die man Politikern zuschreibt, wie Machtversessenheit, über alle Grenzen hinaus sich bewegen, also so dieses sicher nichts halten müssen, das sollte sich auf eine Person fokussieren. Und da habe ich mir ausgesucht den Innenminister der Republik Österreich. Und habe den so gezeichnet, dass es halt so ein zugespitztes Bild eines Menschen ist, der im Grunde schon von Jugend auf sich über alle Grenzen hinweggesetzt hat, und das wird ihm dann schlussendlich zum Verhängnis. Das ist die Frage, ob der eine oder andere vermeint, irgendwas daran zu erkennen, was es schon mal gegeben hätte. Ich habe den Roman ja zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo es keinen Innenminister gegeben hat, sondern eine Innenministerin. Eben gerade um
diese Figur herauszuheben aus, aus dem täglichen Politikgeschäft. Aber da es ja natürlich sehr viele Innenminister ja schon gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, in denen ich die Politik beobachtet habe und beobachten konnte, kann es durchaus sein, dass auf den einen oder anderen die eine oder andere Eigenart der Figur, die dort gezeichnet hat, zutrifft. Auch Hans-Peter Vertatschnik ist ein versierter Schriftsteller. Das ist jetzt der 5. Kriminalroman und der 2. einer Serie rund um den aus Polen stammenden Chef der Wiener Mordkommission, Radik Kubica. Der Radik Kubica ist so entstanden, dass ich eigentlich vor vielen, vielen Jahren einmal mit dem polnischen Bestseller-Autoren Radik Knap gelesen habe. Das war recht spaßig und da haben wir uns dann am Ende an der Bar noch längere Zeit aufgehalten. Und aus einer Weinlaune heraus habe ich ihm versprochen, um einen Roman zu schreiben, eine Serie zu schreiben, wo ein Radik vorkommt. Und so ist die Figur des Radik Kubica entstanden, weil ich mir gedacht habe, dass es vielleicht ganz spannend ist, einen Chef der Wiener Mordkommission zu zeichnen, der einen migrantischen Hintergrund hat. Aus einer Weinlaune heraus. Und er weiß, worüber er schreibt. Naja, ich war fast 40 Jahre Polizeibeamter, 27 Jahre davon leitender Polizeibeamter und habe nebenbei im Grunde zunächst einmal Gedichte geschrieben. Ich habe zwei Gedichtbände rausgebracht. Das war so die Entspannungsübung nach einem Dienst, wenn ich nach Hause gefahren bin, um da wieder runterzukommen, um aus dem ganzen Polizeigefüge rauszukommen. Und die zwei Gedichtbände waren ja gar nicht einmal so unerfolgreich und ich habe dann den Ehrgeiz gehabt, einen Verlag zu suchen, einen größeren Verlag. Und da haben mir die Verlage gesagt, sie sind Polizist, ein Poet als Polizist, das verkauft sie nicht. Ja. Schreibst doch einmal einen Kriminalroman. Und nach so einer Nachdenkpause von ungefähr einem Jahr haben wir gedacht, okay, ich probiere das. Und der erste Roman, Abfangjäger, im Gmeiner Verlag, ist dann recht erfolgreich gewesen. Es sind zwei Auflagen erschienen. Und es ist dann weitergegangen mit dem zweiten Roman, Ultimo. Dann ist ein Krimi gekommen, der ist Rosentod. Da habe ich meiner Heimatstadt Leoben die Ehre erwiesen. Ja, und im Vorjahr habe ich eine neue Kriminalreihe eben kreiert, die im Emons Verlag erscheint. Der erste Roman heißt Donauwölfe, handelt von der organisierten Kriminalität in Wien. Da steht eben Donau für Wien und der Wolf für das Böse. Und also für die organisierte Kriminalität geht es um einen Bankenkrieg. Und Totenvogel ist jetzt halt das zweite Buch dieser Serie. Das ist jetzt ab nächster Woche im Handel erhältlich. Und da geht es jetzt einmal um die hohe Politik. Somit kann man einem gestandenen Kieberer nichts mehr über Polizeiarbeit erzählen. Naja, ich würde einmal sagen, der Kriminalroman hat ja, ist ein breites Feld, so wie die gesamte Belletristik. Ja. Es haben ja durchaus auch Kriminalromane ihren Platz, wo eben ein Dorfgendarm zum Beispiel die Leiche, die er findet, nicht dort belässt, wo sie ist, sondern die schleppt er weg, weil eben das Fest, was den Hintergrund der Story bildet, ansonsten gestört werden würde. Ja. Das ist natürlich im normalen Polizeigefüge ein völliger Wahnsinn, würde es nie geben. Aber das ist eben ein Kriminalroman, der eher ins Komödiantische geht. Da geht es um andere Dinge, da will man eben den Tod mit dem Lachen in Verbindung bringen. Ist ja auch ein gutes Konzept, unterhält die Leute, hat seinen Platz. Und so denke ich, also, dass gerade der Kriminalroman ein Genre ist, der so ein breites Spektrum abbildet, dass hier sowohl Autoren, die sich in dem Metier wirklich gut auskennen, als auch Autorinnen und Autoren, die mit Polizeiarbeit im Grunde gar nichts am Hut haben, dass sich die wunderbar dieses Feld aufteilen können.
Die Entscheidung trifft ja immer wieder der Leser, die Leserin und der Leser. Die suchen sich die Bücher aus, die ihnen gefallen, und von der Warte her gesehen, denke ich mal, hat alles seine Berechtigung. Zeuners Krimisalon bleibt weiterhin seiner Linie treu und präsentiert Kolleginnen und Kollegen mit ihren Büchern, ohne sich Kritik anzumaßen. Das überlasse ich gerne jenen, die meinen, unbedingt ihren Senf absondern zu müssen. Wie beispielsweise der Schriftsteller Maxim Pieler, der in der letzten Sendung des Literarischen Quartetts im ZDF von übelster Krimiprosa sprach, als er ein Buch von Juli C. auseinandernahm. Das nennt man wohl Pauschalverurteilung für ein gesamtes Genre innerhalb der Literatur. Liebe Kolleginnen und Kollegen, haltet es wie einst Max Reger, der einem seiner Kritiker zurückschrieb: Ich sitze gerade im kleinsten Raum meines Hauses, noch habe ich Ihre Kritik vor mir, bald hinter mir. Steter Tropfen höhlt den Stein. Das Miteinander funktioniert, sofern man bereit ist, ein wenig über den Tellerrand zu gucken und nicht im rechtspopulistischen Fahrwasser mitschwimmen will. Ein Rückblick. Wer weiß, wann Sie zuletzt ungestört und vor allem sicher kochen konnten oder überhaupt zum Kochen kamen. Diese Köstlichkeiten stammen von Flüchtlingen, die es bis nach Wien schafften. Im Rahmen des 9. Wiener Nachbarschaftstages veranstalteten Wohnbaden Ruttnergasse mit dem Bewohnerinnenzentrum ein kleines, aber sehr interessantes Nachbarschaftsfest im 21. Wiener Gemeindebezirk. In unmittelbarer Nähe der Siemensstraße und Ruttnergasse befindet sich eine anfänglich sehr umstrittene Flüchtlingsunterkunft. Sich kennenlernen, austauschen, gegenseitige Schranken und Vorurteile abbauen waren die Ziele. Das Miteinander funktioniert. Am Abend hielten der Autor und Journalist Uwe Mauch und Günter Zeuner eine gemeinsame Lesung ab. Als Gage erbaten sie in Kooperation mit der Caritas um dringend benötigte Spenden für die Kinder, die auch reichlich zustande kamen. Daher auch ein großes Dankeschön an die großzügigen Spender. Es war ein toller Tag, ein wunderbarer Abend. Auch ein Beweis, dass Miteinander funktionieren kann. Unsere Neuerscheinungen: Mary Higgins Clark, Elepha Burke, So still in meinen Armen, Heine, Reinhard Kotznar, Machtblind, Gmeiner, Claudia Rosbacher, Steirernacht, Gmeiner, Maren Graf, Todschreiber, Gmeiner, Angelika Godau, Granny und die Tote im Wald, Gmeiner. Ausgezeichnete Morde, herausgegeben von Theresa Bütz, Drömer. Donna Leon, Verschwiegene Kanäle, Diogenes. Lena Lechtulainen, Das Echo deiner Taten, Kindler. Karen Slaughter, Schwarze Wut, Blanc Valais. Günter Zeuner, Halbseidenes Wien, Federfrei. www.krimiautorinnen.at und www.krimiautoren.at sind die heißen Homepages, wenn es um unsere Lesungen geht. Dort finden Sie unsere Termine. Schauen Sie vorbei, besuchen Sie unsere Lesungen, lernen Sie uns persönlich kennen. Sollten Sie selbst eine Lesung, eine Wohnungslesung, ja, wir kommen auch gerne zu Ihnen nach Hause im privaten Kreis, ein Krimi-Festival oder eine andere Krimi-Veranstaltung auf die Beine stellen wollen, kontaktieren Sie mich. www.krimiautorinnen.at
günther-zeuner.at. Zeuners Krimisalon begibt sich nun in die Sommerpause. Die nächste Ausgabe ist wieder Ende September online mit einigen Neuerungen. Noch nicht vergessen, klicken Sie und klicken Sie, bis die Maus raucht, bringen Sie dieses Magazin unter die Leute. Einen schönen Sommer, einen wohlverdienten Urlaub und reichlich Bücher, vorzugsweise unsere, im Gepäck. Kehren Sie gesund wieder, bleiben Sie uns, diesem Magazin, gewogen. Ihr, euer Günther Zeuner.